Während der Corona-Zeit war es ja kaum möglich, mit anderen Musikern zu spielen. Und so überlegte ich, wie kann ich die Zeit am sinnvollsten nutzen? Und mir fiel ein, dass ich einen lang gehegten Wunsch habe, nämlich eine CD fast ausschließlich mit meinen Bässen zu produzieren. Und aus der einen CD wurden dann sogar zwei, nämlich Basie Xmas und Bass Colors. Ich werde manchmal gefragt, welchem Musikstil meine CDs zuzuordnen sind. Darauf habe ich keine Antwort, weil ich habe immer ganz viele verschiedene Arten von Musik gemacht und weiß deshalb, dass es in allen Sparten gute Musik gibt. Davon habe ich mich inspirieren lassen und meine CDs sind somit stilistisch sehr unterschiedlich und vielleicht auch dadurch sehr farbig. So will ich mich nie für einen Musikstil als Bassist oder Musiker entscheiden konnte, konnte mich auch nie für ein spezielles Bassinstrument entscheiden. Auf der CD kommen E-Bässe zum Einsatz, 4-, 5-, 6-Seiter mit und ohne Bünden, eine akustische Bassgitarre und natürlich auch mein Kontrabass gezupft und gestrichen. Und jeder Bass hat halt seine eigene Farbe und somit kommt aber da auch eine sehr klanglich facettenreiche Produktion zustande. Dass ich möge mit Jesu Lein den wunderschönen Bräutigamein in steter Liebe wollen. Singet, springet, jubiliert, triumphiert, dankt dem Herrn, groß ist der König der Ehre. Ich wollte immer schon eine Weihnachtsplatte machen, die mir gefällt. Und hoffe natürlich, dass sie auch anderen gefällt oder gefallen wird.